Und ihr sagt mir mal, weil ich kann den Chat jetzt natürlich nicht mehr sehen, ob ihr die Präsentation auf eurem Bildschirm sehen könnt. Die Michaela nickt schon. Super. Ja, man kann sie sehen. Perfekt. Ja, Michaela, dann it's your turn. Ja, ich finde es fast schade nach dieser schönen Stimmung, die du mit deiner Traumreise jetzt verbreitet hast, eigentlich ein Stück weit zurückzukommen in die Realität. Andererseits glaube ich, dass Island so faszinierend ist, dass die oder der eine oder andere vielleicht nochmal weitere Inspirationen jetzt auch bekommt bei seiner Zeichnung. Ja. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Island ist ja die Insel aus Feuer und Eis. Wie du, Petra, eben schon gesagt hast, hat Island farbige Berge und schwarze Strände, also ganz, ganz außergewöhnliche Landschaften. Und im Sommer tüpfeln die Schafe wie weiße Flecken auf den Wiesen herum. 11% der Fläche von Island sind immer noch von Gletschern bedeckt. Und auch wenn wir den Klimawandel natürlich auch in Island spüren, ist die Landschaft immer noch gewaltig und auch der Anblick dieser Gletscher ist so gewaltig und so herrlich, dass man den wirklich auch sehr, sehr schön genießen kann. Islands Bevölkerung lebt zu einem Drittel in der Hauptstadt Reykjavik. Da kommen wir nachher nochmal zu. Und Island ist ein Land, das sich auch geografisch immer wieder noch weiterentwickelt. So gibt es die Insel Surtsey, die liegt vor der Südwestküste und die ist tatsächlich erst 1963 nach einem unterirdischen Vulkanausbruch aus dem Meer hochgeschoben worden. Island hat ganz, ganz viele Gesichter. Es ist ein Land der Wunder und Geheimnisse, die sich wirklich auch immer in der Natur widerspiegeln. Und Island ist gerade für Menschen mit viel Fantasie absolut geeignet. Und es gibt so viele Märchen und Geschichten von Trollen, die versteinert sind oder die ihr Unwesen treiben oder die ihren Schabernack treiben mit Besuchern. Wer da auch ein bisschen Fantasie hat, dem wird nie, nie, nie langweilig werden auf Island. Es gibt ganz weitläufige, einsame Sand- und Geröllwüsten. Es gibt ganz bizarr geformte Felsengebilde, die sind ganz surrealistisch und für uns kaum vorstellbar, dass es wirklich Realität ist. Es gibt dampfende Quellen. Du hattest ja eben schon die Quellen auch erwähnt. Es gibt ganz wunderbar schimmernde Wasserfälle. Es gibt die glitzernden Gletscher. Und das Meer mit all seiner Schönheit beflügelt natürlich auch die Fantasie. Wenn dann im Frühling nach dem langen Winter die Sonne wieder höher steigt, dann erwacht das Land aus seinem Schlaf und die Schwärme der Zugvögel kehren zurück nach Island, um hier auf der Insel auch zu brüten. Du hattest eben schon auch die Blumen erwähnt. Dazu gehören auch die blauen Lupinen, die sich dann im Sommer wie ein Teppich über diese Landschaft ergießen. Und die lassen natürlich jedes Herz nicht nur von Fotografen, sondern überhaupt von Menschen, die Natur lieben, höher schlagen. Dann kommt der kurze Sommer, im Herbst kommt die Ruhe wieder, kehrt wieder ein, der Weg der Sonne wird wieder kürzer, die Natur wandelt sich und das Spiel von Licht und Schatten beginnt erneut. Die Schafe werden dann wieder zurück in die bewohnten Gebiete getrieben und bald legt sich dann auch der erste Schnee über die Landschaft. Dann bricht auch die Zeit der Nordlichter an. Auch die hattest du schon erwähnt. Und die sind absolut atemberaubend und sind Vorhänge oder zaubern fast Vorhänge aus Farben an den Himmeln. Das jetzt so als kleine Einführung. Ich habe einen kleinen Steckbrief nochmal auf der nächsten Folie jetzt gemacht mit ein paar Tatsachen. Magst du weiterklicken? Genau. Nur mal, um es ein bisschen einordnen zu können, wo Island liegt. Der kleine rote Fleck links auf dem Globus. Kannst du es zeigen? Ich kann, glaube ich, mit der Maus nicht übernehmen. Genau. Das ist Island, also wirklich ein kleines Stückchen wunderbarer Erde, liegt im Atlantik ganz, ganz knapp unterhalb vom Polarkreis. Der nächste Nachbar im Norden ist dann Grönland. Und um einfach mal die Fläche einschätzen zu können,
Deutschland ist mehr als dreimal so groß wie Island. Die Fläche ist über 100.000 Quadratkilometer. Dafür leben in Island aber wesentlich weniger Menschen. Das ist das am dünnsten besiedelte Land Europas. Und damit ist natürlich ganz viel Platz, den man entdecken kann, ganz viel Platz für sich. Es gibt natürlich Sehenswürdigkeiten, wo sich die Menschen und die Touristen immer wieder treffen. Aber man hat auch immer wieder ganz lange Strecken, wo man komplett alleine unterwegs ist, gerade wenn man auch viel wandert. Ich hatte eben schon mal kurz gesagt, in Reykjavik, in der Hauptstadt, wohnt ein Drittel aller Isländer. Es gibt ungefähr 350.000 Isländer, also wesentlich weniger, als es in Deutschland gibt oder auch wesentlich weniger, als es zum Beispiel in Frankfurt am Main gibt. Also Frankfurt hat mehr als doppelt so viele Einwohner wie ganz Island. Und von daher ist das eben ein Paradies für Naturliebhaber. Und gar nicht so weit weg, weil man ist so in 3 bis 3,5 Stunden von Deutschland dorthin geflogen. Auf der nächsten Folie sehen wir, wofür Island bekannt ist. Aber ich glaube, das wissen alle schon. Es sind einfach diese unglaublich spektakulären Landschaften mit gewaltigen Vulkanen, mit Geysiren, mit Thermalquellen, mit Lavafeldern. Es gibt ganz, ganz große Schutzgebiete für die riesigen Gletscher, deren Namen wir eigentlich kaum aussprechen können. Und auch wenn ich es immer wieder geübt habe, hat man doch immer wieder einen Knoten in der Zunge. Der Snæfellsjökull-Nationalpark ist da ein Beispiel. Aber wunderschön. Und es ist natürlich, wie ihr eben auch schon gesagt habt, die Tierwelt, die so sehr beeindruckend ist, mit den Islandpferden, mit dem Whale-Watching, der Wahlbeobachtung und natürlich eben auch mit den Polarlichtern. Ja, auf der nächsten Folie sehen wir, dass alle Gäste immer in Reykjavik ankommen. Und Reykjavik ist eigentlich viel zu schade, um gleich wieder weiterzureisen, sondern für Reykjavik sollte man sich auch mindestens 1-2 Tage Zeit nehmen. Zum einen gibt es diese Kirche, die wir hier auch auf dieser Folie sehen, die Hallgrímskirkja, die einfach von ihrer Struktur her ganz ungewöhnlich ist. Und wenn man in diese Kirche hineingeht, gibt es eine riesengroße Halle und da fühlt man sich ganz, ganz klein und bekommt einen Eindruck auch von der Gewaltigkeit dieses Bauwerks. Dann gibt es natürlich eine Haupteinkaufsstraße, es gibt Konzerthäuser, es gibt Skulpturen, es gibt ganz, ganz viel Street Art. Also es gibt auch in Reykjavik unendlich viel zu entdecken. Unter anderem sehen wir auf der nächsten Folie die Skulptur Sun Voyager. Die ist einem alten Wikingerschiff nachempfunden und im Sonnenaufgang oder im Sonnenuntergang ist da, denke ich mal, auch jeder Künstler inspiriert, denn dann scheint diese Skulptur wie Gold zu erscheinen. Also man kann es ganz schlecht erklären, weil ich glaube, auch wer da ein bisschen Fantasie hat, kann es sich vorstellen mit diesem goldenen Licht am Morgen oder am Abend, wie beeindruckend diese Skulptur auch ist. Und wer Farben möchte, der sieht auf der nächsten Folie, dass Reykjavik ganz bunt ist. Es gibt ganz viele bunte kleine Häuser, also auch nicht nur für Minimalisten, sondern eben auch für Farbliebhaber absolut geeignet. Und man muss von Reykjavik auch gar nicht großartig weiterfahren oder nicht sehr viel weiterfahren, bis man die erste Attraktion erreicht, die Blaue Lagune. Auf der nächsten Folie. Das ist eines der Wahrzeichen auch. Und hier sehen wir auch die Blaue Lagune schon mit den Nordlichtern. Und wenn man da natürlich in diesem blau gefärbten Wasser schwimmt, was wunderbar warm ist, und diese blaue Farbe ist absolut natürlich, dafür sind Kieselalgen verantwortlich. Und man dümpelt dann im Wasser, lässt sich treiben und lässt dann diese gewaltige Natur auf sich wirken. Ich glaube, dann wird man ganz automatisch ganz, ganz friedlich und ganz, ganz dankbar für die Wunder dieser Erde, die wir erleben dürfen. Auf der nächsten Folie sieht man es noch mal ein bisschen besser. Die Blaue Lagune
ist, wie gesagt, das absolute Highlight, aber sie ist auch nicht ganz billig. Und es gibt ganz, ganz viele heiße Pools auf der Insel, die zum Teil kostenlos sind oder wesentlich günstiger sind. Und auch da findet jeder sein Plätzchen. Und auch da ist es so, Petra, wie du es erwähnt hattest, wenn du draußen in der Natur an eine heiße Quelle kommst und je nachdem die Steine verschiebst, damit kann man ein bisschen die Temperatur regeln, bis es einem dann wirklich. Bitte? Okay. Bis es einem dann wirklich angenehm ist und dann möchte man eigentlich nach einer Wanderung oder nach einem Ausritt Stunden einfach nur in diesen heißen Quellen liegen und einfach nur genießen. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Es gibt Gletscherseen wie den Jökulsárlón auf der nächsten Folie. Der gehört zu den absoluten Top-Attraktionen auf der Insel und ist ein Ort, den man wirklich auch gesehen haben muss und der auch absolut inspirierend ist durch die Vielzahl der Formen, der Farben des Eises, das sich Wandeln des Eises. Auch im Lauf des Tages mit dem Lichteinfall ändert sich das Eis und auch da kann man eigentlich Stunden stehen und beobachten. Die Gletscherlagune liegt im Süden von Island, direkt an der Ringstraße, die sich eben auch für eine Reise um Island absolut eignet und ist eine so dieser, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, Must-Sees von Island. Dann gibt es in der Nähe den Diamond Beach, der liegt an der Mündung des Gletschersees. Wenn man hier ganz, ganz früh am Morgen ist, wenn die Sonne noch ganz tief über dem Horizont scheint, dann hat man das Gefühl, man ist in einer Fabelwelt gefangen, weil eben dieses Licht alles zum Leuchten bringt. Man sieht es auf der nächsten Folie auch nochmal, wie es eben ganz unterschiedlich sein kann. Und dieses Blau des Eises ändert sich mit dem Lichteinfall. Man muss ein bisschen Glück haben. Es gibt Tage und Wochen, wo man Eisblöcke sieht oder Eisberge sieht, die größer als LKW sind. Es gibt aber auch, wenn man in der falschen Jahreszeit da sind, die Möglichkeit, dass es vielleicht gerade mal gar kein Eis oder nur kleine Eiswürfel gibt, die aber dann trotzdem am Strand liegen und trotzdem auch wunderschön anzuschauen sind. Und was wäre Island ohne Geysire? Die sehen wir auch wieder auf der nächsten Folie, auf der nächsten Folie. Es gibt ein ganz großes Geothermalgebiet im Haukadalur-Tal. Und den Geysiren zuzuschauen und wirklich da zu stehen und zu schauen, wie sie alle 10 oder 20 oder 30 Minuten ausbrechen. Hier sieht man so jetzt den Anfang von einem Ausbruch. Das sieht noch relativ unspektakulär aus. Und dann fängt es an zu brodeln. Es blubbert, es dampft, es ist ganz, ganz mystisch. Und dann gibt es beispielsweise diesen Geysir-Strokur, den wir hier sehen, der so alle 10 Minuten ausbricht. Und aus diesem kleinen Blubbern sehen wir auf der nächsten Folie, wie dann der Riesengeysir seine riesige Gischtwolke in die Höhe schickt. Alle 10 Minuten, so circa 20 Meter hoch. Aber es hat auch schon Ausbrüche gegeben. Da war er bis zu 40 Meter hoch. Und das ist ein absolutes Naturschauspiel. Auch das wieder wunder, wunder, wunderschön und auch an vielen Stellen auf Island zu beobachten. Außer den Geysiren gibt es ganz viele Wasserfälle. Es gibt über 100 ganz spektakuläre Wasserfälle auf Island. Manche haben mehrere Stufen, manche bestehen aus mehreren Wasserfällen. Und auch das ist wieder ein Moment, wenn man davor steht, wo man ganz ehrfürchtig wird, wo man Formen und Farben bewundern kann. Und der Wasserfall, den wir hier sehen, das ist der Seljalandsfoss. Das ist einer der bekanntesten, 60 Meter hoch, und gehört wirklich zu den schönsten in Island. Und wenn man auch da wiederum am Nachmittag ist, wenn die Sonne langsam untergeht und sieht, wie sich das Licht in diesem Wasserfall spiegelt. Je nach Lichteinfall hat man ein oder zwei Regenbogen vor diesem Wasserfall. Auch dann beginnt man wieder an Märchen zu glauben und auch dann fragt man sich,
Was ist denn vielleicht hinter dem Wasserfall? Und am Seljalandsfoss, da haben wir sogar die Möglichkeit, über einen kurzen Wanderweg hinter den Wasserfall zu gehen. Und dann hat man wiederum eine ganz andere mystische Perspektive, sollte aber auf jeden Fall Regenklamotten mitnehmen, weil die Gischt durchnässt einen absolut, aber es ist es wert. Und dieser Moment, einmal so hinter diesem Wasserfall zu stehen, der ist unglaublich faszinierend. Hier sieht man es nochmal von der anderen Perspektive, fast von hinten. Und hier fehlt jetzt eigentlich so ein bisschen Geräuschkulisse. Es gibt auch Jahreszeiten, wo der Wasserfall mehr Wasser noch führt, dann ist es noch gigantischer. Aber ich finde, dieses Bild zeigt schon so ein bisschen von der Mystik des Augenblicks, den man an diesem Wasserfall hat. Aber wie gesagt, es gibt über 100 Wasserfälle, ganz, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und jeder hat seinen eigenen Zauber. Und beim Zauber sind wir auch schon beim nächsten Bild. Wir hatten kurz schon die Trolle erwähnt, die es ja in Island gibt, die es in Norwegen gibt, um die sich unglaublich viele Legenden auch ranken. Und die Isländer glauben ganz, ganz fest an ihre Trolle und dass es sie gibt und sind davon überzeugt, dass die Trolle auch heute noch, wenn sie gut gelaunt sind, den Menschen Gutes tun und wenn sie zum Schabernack aufgelegt sind, aber auch vielleicht den einen oder anderen etwas böseren Streich spielen können. Und was wir hier im Bild sehen, das ist ein Basaltfelsen, der Fitzerkur, den ich mit Sicherheit jetzt wieder falsch ausspreche. Der ist zum einen Nistplatz von zahlreichen Vogelarten, aber soll der Legende nach ein Troll sein, der von der Sonne versteinert wurde. Der hat nämlich früher die Isländer mit Steinen beworfen und hat so einen Spaß daran gehabt, die Isländer zu ärgern, dass er nicht daran gedacht hat und nicht darauf geachtet hat, dass die Sonne aufging. Und damit, mit dem Sonnenaufgang, ist er dann versteinert. Und das ist jetzt dieser Basaltfelsen, der auch sogar auf einer isländischen Briefmarke schon abgebildet wurde. Also Trolle sind absolut in Island allgegenwärtig. Dann hattet ihr eben die Tiere erwähnt. Und die Papageientaucher sind ja wirklich mit die schönsten Vögel, die es wirklich auch gibt. Und die sind auch ganz, ganz drollig anzusehen. Man findet sie ganz häufig am Kap Barkiatanga, am westlichsten Punkt Islands. Das ist aber nicht nur der westlichste Punkt Islands, sondern der zweitwestlichste Punkt ganz Europas. Und das ist ein wahres Eldorado zur Vogelbeobachtung. Die Klippen fallen mehrere hundert Meter ganz steil ab und hier brüten im Sommer Hunderttausende von Papageientauchern. Dann gibt es noch Möwen, Lummen, andere Vögel, aber der absolute Höhepunkt für Vogelbeobachter sind die Papageientaucher mit ihren roten Füßen und dem bunten Schnabel, die auch hervorragende Schwimmer sind, die bis zu 60 Meter tief tauchen können. Und jeder, der Vögel wirklich auch beobachten möchte, der sollte wirklich an dieses Kap fahren und sich da ganz viel Zeit mitnehmen, um wirklich auch dieses Treiben von Hunderttausenden Vögel dann auch beobachten zu können. Ein anderer Höhepunkt, auch das hattest du schon erwähnt, Petra, das sind die Wale. Und ich glaube, eine Begegnung mit den Walen ist mit das Gewaltigste, was man in seinem Leben wirklich erleben kann. In Island gibt es ein kleines Örtchen, Húsavík. Da macht man Stopp und da werden verschiedene Whale-Watching-Touren angeboten, die Gott sei Dank auch wirklich tiergerecht durchgeführt werden, wo man nicht die Tiere jagt, wo man nicht auf den letzten Meter an die Wale herankommen möchte, wo man aber wirklich die Chance hat, die Wale zu sehen, sie auch springen zu sehen. Und die Chance, hier Wale zu sehen, die ist wirklich bei über 90%. Und das ist ganz, ganz außergewöhnlich. Das ist in anderen Ländern, wo man Wahlbeobachtung machen kann,
lange nicht so viel. Auch hier wieder so ein Tipp an Menschen, die gerne fotografieren. Nehmt euch ein Teleobjektiv mit und dann kann man tatsächlich solche Aufnahmen machen. Aber ich finde es persönlich noch viel schöner, einfach im Boot zu sitzen und diese gewaltigen Tiere zu beobachten, die wir ja in der freien Natur so selten normalerweise sehen können, und auch diesen Moment wirklich voller Glück aufzunehmen. Ein weiteres Mysterium, das sind die Polarlichter. Auch von denen hattest du erzählt, Petra. Und das ist wirklich im Winterhalbjahr eine der Hauptattraktionen, warum man im Winterhalbjahr Island besucht. Man kann diese Polarlichter gar nicht beschreiben. Die wabern am Himmel in unterschiedlichsten Farben, von Blau über Rot bis zu diesem Grün, was wir sehen. Und wir fühlen uns so klein, wenn wir dann auf dieser Insel stehen und draußen sind in der Natur und erleben diesen gigantischen Himmel mit diesem Farbspiel. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, dem da nicht der Atem stockt und der nicht ganz, ganz ehrfürchtig wird. Ich habe nur 2, 3 Fotos jetzt gemacht oder beziehungsweise mitgebracht. Es gibt hunderte Bilder von Polarlichtern und jedes für sich ist ganz, ganz großartig und lässt einen wirklich verstummen vor dieser Natur. Eins hast du noch, Petra? Genau. Und man muss sich vorstellen, dass diese Polarlichter sich ja bewegen, die sind ja nicht starr, sondern die bewegen sich am Himmel und tanzen am Himmel. Und auch da glaube ich, wer da nicht wieder an Märchen glaubt, den gibt es nicht, diesen Menschen. Wie kann man Island noch erleben? Natürlich ist der Klassiker mit dem Mietwagen, es gibt geführte Touren, aber auch da, wie ihr eben schon gesagt habt, gibt es natürlich die Island-Pferde, die sehr lieb sind, sehr zuverlässig sind und mit denen man auch entweder stundenweise Ausritte machen kann oder tageweise Ausritte. Es gibt aber auch Reitfarmen, wo man mehrere Tage wirklich mit den Tieren unterwegs sein kann. Übernachtet entweder im Zelt oder in kleinen Gasthäusern. Ist eine ganz fantastische Art, diese Insel zu entdecken. Und ich finde, diese Reittouren mit den Islandpferden, die passen so wunderschön zu Island, weil man so unglaublich naturverbunden ist. Es stört einen kein Motorgeräusch. Man muss halt oben bleiben, was halt manchmal nicht ganz so einfach ist, wenn man noch ein bisschen ungeübt ist. Aber man hat halt sehr, sehr gute Reitlehrer auch, und die sich wirklich unglaublich bemühen und auch einem Reitanfänger ermöglichen, mehrere Touren zu machen. Und man steigert sich dann auch von Tag zu Tag. Und mit den Pferden gemeinsam diese Landschaft zu entdecken, ist eine der schönsten Arten, wie man Island überhaupt auch gerecht werden kann. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, auch mit den Islandpferden an Stellen zu kommen, wo man vielleicht mit dem Auto nicht hinkommt, und ganz, ganz friedlich und ganz naturverbunden diese wunderschöne Insel zu erleben, finde ich absolut empfehlenswert. Ich hatte jetzt mich sehr, sehr kurz gefasst, was mir recht schwer gefallen ist, weil Island einfach eben so wahnsinnig viele Naturwunder zu bieten hat. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Island noch näher bringen können, noch ein paar Impressionen mitbringen können, und wünsche euch einen schönen Abend und dass ihr vielleicht von den Nordlichtern träumt heute. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Michaela. Das war großartig. Also ich liebe das einfach, wenn ich auch die Bilder dazu sehe. Ich kann da so richtig einsteigen und ja, ich werde auch selbst anhand deiner Bilder das nochmal zeichnen, ne? Unsere Reise. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte heute.